Es war natürlich schon so, dass ich von Jahr zu Jahr gemerkt habe, wenn ich nach dem Duschen vorm Spiegel stand, ja, oder versucht habe, eine Frisur zusammenzubasteln, dass es halt von Jahr zu Jahr einfach ein bisschen weniger geworden sind. Vor allem an den Geheimratsecken, da ist ja auch kein Geheimnis. Und als es dann die Möglichkeit gab, das, sag ich mal, abzugraden und zu verbessern, dann war ich dann natürlich sehr neugierig. Ja, als es ein bisschen konkreter wurde, den Eingriff auch machen zu lassen und dann auch bei Moser Medical machen zu lassen, habe ich mit dem Stefan Kubik auch gesprochen. Der hat es ja vor einigen Jahren schon machen lassen und der war total positiv. Das Ergebnis beim Stefan habe ich gesehen, aber mir ging es ja auch so darum, mit wem habe ich es zu tun, wie läuft es ab? Und habe mir das dann natürlich auch angeschaut, was ist für Gebäude, wie ist dieser OP-Saal? Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, wir haben die höchsten Standards und es ist unglaublich professionell und das war für mich das Wichtigste. Also Mir ging es darum, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig und auch nur einmal und nicht irgendwo. Und das war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Also ich bin hierher gekommen, was mich überrascht hat, dass das Zeitfenster sehr kurz war. Ich bin dann morgens gekommen, dann hat es dieses Gespräch gegeben und dann hat der Eingriff stattgefunden. Das Ganze hat gedauert, ich würde jetzt mal sagen, 6-7 Stunden. Und durfte abends auch schon wieder nach Hause fahren. Meine Frau war dabei, die hat mich dann gefahren. Hätte aber, glaube ich, sogar selber fahren können. Das wäre möglich gewesen. Und dann habe ich mich ans Protokoll gehalten. Ja, ist man so 14 Tage, wird man durchbegleitet. Wie es aussieht, die ersten zwei Nächte, ein bisschen vorsichtig beim Schlafen bitte, dass man sich nicht zu sehr wälzt. Und dann gibt es spezielle Pflegeprodukte, dass man ein Shampoo benutzt. Und ich glaube, am vierten Tag dann auch schon zum ersten Mal dann wirklich auch die Haare massiert und mit Shampoo gewaschen. Und dann habe ich mich so 10, 14 Tage dran gehalten und weiß auch noch, dass ich am 8., 9. Tag dann schon auf dem Tennisplatz gestanden bin. Also selber jetzt noch nicht stundenlang gespielt, aber ich habe das Training geleitet, ich war da. Also es war von den Zeitfenstern wirklich sehr überschaubar. Was ehrlich gesagt, was total cool war, ist, du lässt es machen und dann wartest du und siehst Verbesserungen. Und so funktioniert das Leben normalerweise nicht. Ja? Also, dass eine Verbesserung passiert, ohne dass du was machst, das gibt es eigentlich nicht. Und das habe ich grundsätzlich sehr genossen. Ja, das kenne ich auch aus dem Sport nicht. Ja? Weil wenn du nicht trainierst, wirst du nicht besser. Und da war es ja dann wirklich so, dass du so ja, eigentlich täglich reinschaust in den Spiegel und dann, wenn du so wochenweise das dann auch schaust, und ich habe natürlich auch immer wieder Fotos gemacht, um das auch zu dokumentieren, wie das gelaufen ist. Und das war richtig cool, weil du so nach 6-7 Monaten wirklich merkst, obwohl du ja dann nichts mehr machst. Also du gießt ja quasi deine Haare, ja, du wäschst die, ja, läufst draußen mit rum und du merkst, dass ein Fortschritt entsteht. Und das war so vom psychologischen Aspekt her was ich so nicht kannte. Und das macht Spaß. Ja, bei mir war es jetzt so, dass mich Leute darauf angesprochen haben, weil ich natürlich von Anfang an sehr offen damit umgegangen bin. Ich habe immer gesagt, ja, wenn ich das mache, dann sprechen wir natürlich auch drüber, weil, was soll ich sagen, ich habe die jetzt gegossen und die sind wieder nachgewachsen. Ja, natürlich habe ich was machen lassen. Ja, das ist ja logisch. Dann war sehr, sehr positives Feedback. Auch sehr viele Leute waren neugierig, wollten eben dann auch wissen, haben Fragen gestellt, wie war es denn, wie ist es denn, weil grundsätzlich das Ergebnis spricht ja für sich. Ich sage es auch immer wieder, also wenn die Haare nass sind, wenn draußen ein bisschen der Wind geht, man merkt es natürlich. Und bei mir war es jetzt so, ich habe nicht wirklich darunter gelitten vorher, aber jetzt rückblickend sagen, dass sicherlich auch einen positiven psychologischen Effekt hat, wenn man da morgens in den Spiegel schaut und dann sich ja, einfach die Haare macht und es geht schneller, es ist unkomplizierter und es ist einfach mehr Haar da. Und das ist was Freude bereitet. Ja, zur Zufriedenheit werde ich auch immer gefragt. Ich bin ja uneingeschränkt, 100% zufrieden. Wenn ich gewusst hätte, wie problemlos und wie geschmeidig das alles läuft und wie das im Nachhinein aussieht, dann hätte ich mich früher mit dem Thema befasst, sage ich ganz ehrlich, und hätte es wahrscheinlich schon 5 bis 10 Jahre vorher gemacht. Ja, Friseur ist jetzt grundsätzlich so ein Thema, wo ich sage, Friseur macht jetzt einfach mehr Spaß. Ja, weil du gehst hin und dann diskutierst du, was machen wir für Frisur? Vorher war es so, ja, da bitte nicht ganz so kurz, die brauche ich vorn, weil da wie Geheimratsecken und dann war das eigentlich auch schon ausdiskutiert. Dann ging es nur noch darum, wie lang. Jetzt schauen wir, was machen wir? Machen wir einen Igel? Machen wir einen Undercut? Ja, machen wir es so wie vorher, nur mit ein bisschen mehr Haaren. Und ja, das bereitet natürlich Freude. Ja, total interessant, weil es ist ja dann auch so ein Phänomen, wenn man dann die Haare hat, dann interessiert einen ja nicht mehr, was vor einem Jahr war. Ich meine, man nimmt es eigentlich dann so, sagen wir, so ein bisschen als selbstverständlich hin und natürlich, man freut sich drüber, aber man denkt jetzt nicht immer, ja, vor einem Jahr stand ich jetzt hier und da waren noch keine Haare. Das ist irgendwann, hat es eine totale Natürlichkeit und das merke ich ja auch im Freundeskreis oder in der Familie, da redet ja jetzt keiner mehr drüber. Ja, ich habe einfach mehr Haare, ich finde es cool und das war es dann auch. Ich war schon irgendwo erstaunt, als ich die Fotos jetzt gesehen habe und auch dieses Vorher-Nachher, weil das ist ein Thema, mit dem setze ich mich eigentlich so nicht auseinander. Ich überlege jetzt nicht, jetzt bin ich hier, ja, aber vor dem Spiegel stand ich vor 1,5 Jahren und da waren da noch nicht so viele Haare. Nein, das ist, man macht es und dann hat es eine Natürlichkeit und eine Selbstverständlichkeit und dann denkt man eigentlich nicht mehr groß drüber nach. Deswegen war es jetzt schon auch für mich auch interessant, das zu sehen, wirklich auch nochmal diese Gegenüberstellung, wie deutlich die Verbesserung ist.
mir haben gewisse Informationen gefehlt, weil ich jetzt auch nicht immer so, ich wollte mir das dann auch nicht im Internet anschauen und dann noch ein Video und wie ist der Eingriff und wie sieht es aus. Für mich war entscheidend dieser persönliche Kontakt. Das hat mir ja eine gewisse Ruhe gegeben und dann von dem Moment an war es dann so, dass ich einfach gewusst habe, okay, das will ich machen, das sieht unglaublich professionell aus, das sieht natürlich aus und dann war es für mich einfach die Entscheidung zu treffen und jetzt bin ich total froh, dass wir es gemacht haben.